immer nur aufbringen zum Zeitpunkt des Bedarfs, also die eigene Düngezeitpunkte einhalten, Nährstoffmengen Nährstoffmengen anpassen, also auch hier nach dem Bedarf natürlich. Das setzt voraus, dass man auch weiß, welche Nährstoffe auch in welchen Mengen natürlich drin enthalten sind. Bei Mineraldüngern ist es wirklich einfach, das wissen wir. Und bei organischen Düngern ist es natürlich manchmal etwas schwieriger, weil es da auch natürlich Schwankungen kommen kann. Und dann ist natürlich auch ein Ziel, letztendlich diese Nährstoffe oder die Inhaltsstoffe genau zu bestimmen. Wir müssen die Dünger exakt ausbringen, das heißt eine hohe, präzise Quer- und auch Längsverteilung erreichen. Und natürlich zum Schluss sollen ja auch die enthaltenen Nährstoffe bei den Pflanzen ankommen. Das heißt, wir müssen mit emissionsarmen Verteilern arbeiten. Denn alles, was wir letztendlich als Geruch wahrnehmen, das sind Ammoniakverflüchtigungen, das sind dann Nährstoffe, die verloren gehen und über die Pflanzen nicht mehr genutzt werden können. Ja, so viel vielleicht dazu. Jetzt kommen wir mal zu unserer ersten Technik. Wir sehen hier ein Schleppschlauchfass.